Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar sind wir wieder auf meinem Paladin Dunkeleisenzwerg und wir wollen heute wieder ein bisschen weiter leveln. Mittlerweile sind wir Stufe 30 und sind wieder in unserer Inni-Gruppe, die wir hier aus dem Stream akquiriert haben. Und ja, wir queuen jetzt einfach wieder ein paar Dungeons rein. Im TS sind wir auch noch unterwegs, dass wir uns ein bisschen besser absprechen können. So, ich bin jetzt einmal auch zu Dings. Naja, gut. Ich bin jetzt hier mal hergeflogen, aber eigentlich sinnlos, weil mit einer vollen Gruppe kriegst du halt immer einen Instant-Invite. Ach nee. Also halt jetzt Pech, ne? Besten einfach rausliefen, das ist mit Abstand der schlimmste Dungeon im Leben. Ja, du machst lieber nichts Schlimmeres außer den. Machst ja, du wärst schneller. Passiert doch. Ja, das, Na, bis hier dürfen, staut ja. Also, während dieses Bräu-Dingens war, kam bei diesem Dungeon immer eine Abstimmung für nächstes Bräu-Dingens und dann den nächsten Dungeon rein. Stimmt, das könnte man. Hier kannst du aber leider nichts anderes queuen, ne? Das ist halt echt kacke. Das Einzige, was du machen kannst, ist spezifisch, aber das macht halt gar keinen Sinn, weil dann kriegst du überhaupt keine Abschluss-EP, ne? Ah, das haben sie blöd gemacht. Wenn du spezifisch reingehst, dann kannst du direkt wieder normalen Random-Listen. So rum müsste es funktionieren mit einer vollen Gruppe. Ich weiß jetzt halt nicht, weil wir. Du hast ja eine Abklingzeit für einen Random Dungeon. Du musst immer den ersten Boss, glaube ich, musst einen Boss umbringen, dann kannst du, glaube ich, nochmal queuen, oder? Weil das Abschließen, ich bin mir gar nicht sicher. Im Normalfall will ich ja eigentlich den Indies nicht raus, aber das ist schon richtig, die haben wir ja vorhin schon gesehen, die dauert halt ewig, weil du musst halt wirklich hier jeden scheiß Boss, ich glaube, hier sind 9 Bosse oder so, die du töten musst, und dann musst du die Begleitquest auch noch machen, und das zieht sich halt. Und du kriegst halt die gleiche End-EP für die Instanz wie für jede andere. Auch, also zum Beispiel im Verlies musst du einen einzigen Boss töten. Ja? Du kriegst die gleiche NDP hier für, weiß ich nicht, irgendwie fast eine halbe Stunde, wo du drin bist, im Gegensatz zum Verlies, wo du 5 Minuten brauchst. Das ist halt kacke. Und klar, jetzt mag man sagen, du kriegst aber viel, viel mehr Mob-EP, aber die Mob-EP ist halt im Verhältnis sehr, sehr gering, weil hier, was kriegst du, 90.000? 90 EP? Ja, 90.000 wäre schön, wenn du kriegen willst. Hier, die Großen bringen irgendwie 200 EP, ne? 240 und die Kleinen, die bringen dir irgendwie 90 EP. Also das ist halt nix. Und was kriegen wir fürs Abschließen? Warte mal, jetzt guck ich mal, was wir vorhin fürs Abschließen gekriegt haben. 51. Ne, ich habe 51.000 bekommen und für den Mob habe ich 4.000. Also, ich sag mal so, du musst halt viele Mobs töten, ne, dass du also ich kann es hier mal zeigen, das waren 51.000. Ich kriege ja ein bisschen mehr, weil ich ja auch noch die Ringe und so, das ganze Hellum-Gear habe. Deswegen, würde ja noch mehr kriegen, wenn ich meinen komischen Gemma reinsockeln könnte, aber, naja. Ach scheiße, das habe ich hier wieder nicht startgedrückt. Ich habe irgendwas gefixt, glaube ich. Bei dem wir irgendwas erwähnt gehabt, dass das nicht mehr geht. Ist aber wohl beabsichtigt. Was haben sie rausgefixt? Was soll nicht mehr gehen? Das bin ich gerade nicht ganz. Es hieß, dass der rausgefixt wurde. Also, dass das gar nicht mehr gehen soll. Mit dem Gem oder von was redest du? Nur wenn du einen automatischen Sockel drauf hast. Also ab 100, ab 100 glaube ich, kommen ja die mit dem Sockel mit drin. Ich blind den. Naja, du kannst. Also Sockel hast du eigentlich ab Dings drauf, ne? Eigentlich ab BC. Also aber irgendwie funktioniert es ja nicht mehr mit dem Gecrafteten. Weiß gut, es kann sein, dass du den nicht reinsockeln kannst, weil aber der hat hier. Ah ne, benötigt Gegenstand Stufe 100. Hm. Aber Gegenstand Stufe, ne? Also, warte mal, was hast du denn in Burning Crusade? Mittlerweile weiß ich halt die ganzen Gegenstandsstufen. 40, mit Level 40. Ja, aber mittlerweile blicke ich ja mit den Gegenstandsstufen nicht mehr durch, weil sie die ja auch, warum auch immer, neu getuned haben. Zum Beispiel früher wusste ich, weil ich halt die ganzen Contents auch geradet habe, welche Gegenstandsstufe was war. Also zumindest, die haben ja Gegenstandsstufe eingeführt mit Wrath of the Lich King, ne? Davor gab es die ja auch schon, aber die war ja hidden, ne? Aber mit Wrath of the Lich King war sie ja sichtbar. Dann weiß ich auch, 200 war das Baseline-Gear, was du auf dem Max-Level hattest. Dann gab es 213... was Nax war, 219 war, glaube ich, Uldur im 10er, 226 Uldur 25, 232 war dann 10er im Kolosseum, dann irgendwas mit 240 rum war dann 25er, dann 264 war, 252 war Nax, war hier ICC im 10er, 264 war es im HC im 10er und im 25er im Normal und 277 war es dann im
25 HC und so ging das dann halt immer weiter mit diesen Itemstufen. Aber mittlerweile weiß ich die halt alle nicht mehr. Weil die haben sie ja so klein gequetscht. Nee, 5 Instanzen pro Stunde gibt's nicht mehr. Es gibt jetzt 10 Instanzen pro Stunde. Das haben die aber schon vor einer Weile mal geändert. Und das System kannst du sogar aushebeln. Da habe ich mal ein Video gemacht, wie du das aushebeln kannst. Aber das ist mittlerweile uninteressant geworden, weil du ja nicht mehr ziehen kannst, ne? Ich habe das Video gemacht, wie man die Instanzen aushebeln kann. Und irgendwie ein paar Wochen danach kam der Patch, dass du nicht mehr ziehen kannst. Und es macht dir nur Sinn, ganz schnell Instanzen zu machen, wenn du die ziehst und wirklich eine Instanz in 2 Minuten abschließt, ne? Dann macht es halt Sinn. Aber wenn du natürlich selber die Instanzen spielen musst, dann brauchst du immer über 5 Minuten für eine Instanz. Und dann ist das Ganze... Genau, aber das Problem ist, du kannst ja nicht, du könntest es schon, wir könnten jetzt spezifisch Verlies anmelden, es bringt uns aber nichts, weil du die Abschluss-EP nicht mehr hierüber kriegst, über Mobs killen, sondern die Abschluss-EP kriegst du jetzt nur noch über den Random-Bonus. Und da du nur noch über den Random-Bonus die Extra-EP kriegst, bringt es dir gar nichts, spezifischen Instanz anzumelden, weil dann würdest du wirklich nur die EP kriegen, die, ja, die Mobs bringen. Und das ist halt, schau mal, hier 45 und die bringen 200. Das ist halt nichts im Gegensatz zu den 51.000, die ich bekomme für, schon mal 271 EP kriege ich hier für eine Elite-Mob. Ja? Die kleinen Mobs mit ihren 80 oder 45 EP, die kannst du eh in die Tonne klopfen. Ja? Also, wenn ich jetzt mal durchrechne, wo habe ich jetzt hier meinen Rechner? Ja, ihr macht jetzt mal hier kurz weiter. Wenn ich jetzt hier mal halt eine Stelle... 51.000, wir sagen, es sind nur Elite-Mobs, ne? 271 EP, dann wären das 188 Mobs, die du töten müsstest, für einen Abschluss von der Instanz im Verhältnis. Und das ist halt scheiß viel Mobs, ne? Also, Elite-Mobs. Ich blind den links. Ach ja, stimmt, ich kann den ja nicht denken. Also, das steht halt im kein Verhältnis. Wenn du siehst, also ich würde behaupten, mit einer extremen Gruppe, die jetzt krass weg erehen kann und vielleicht nur eine E-Stun hast, kannst du bestimmt Hocker den Run in 3 Minuten machen. Du machst einen großen Pull, ehst den ganzen Shit weg, ziehst dann Hocker raus, haust ihn um und fertig. Also ich denke mal, 3 Minuten ist realistisch. Ich glaube, selbst wir mit unserem Vibe da haben irgendwie 5 Minuten insgesamt gebraucht, bis Hocker lag. Für die ganze Indie dann 10 Minuten. Doch, 3 Minuten kommt hin. Ja, also mit 3 Minuten, selbst wenn du es auf 2-mal machst, müsstest du mit 3 Minuten eigentlich hinkommen. Und wenn du da halt die 51.000 kriegst, plus die Mob-EP, weiß ich nicht, was du da noch kriegst, vielleicht nochmal 5.000, weil viele Mobs, so viele Mobs sind das nicht, dann kommst du halt sehr, sehr zeiteffizient hin. Und wenn du jetzt hier aber den ganzen Laden machst, es zieht, also du, ich glaube vorher, wo wir die ganze Instanz gemacht haben, haben wir etwa 25 Minuten gebraucht für den Laden. Du kriegst halt nicht mehr und das ist halt, wie heißt das Video? Ja, du fragst mich Sachen. Das ist schon ein bisschen näher, wo ich das gemacht habe. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe das war vor BFA, ne? Das war in der Zeit, bevor der 8.0er Patch kam. Also das ist jetzt fast schon ein halbes Jahr her, ne? Ja, irgendwas mit Instanz-IDs. Da habe ich nämlich ewig viele Sachen durchgetestet im Video. Bin dann drauf gekommen, wie man das ein bisschen umgehen kann, ne? Und dann haben sie das gepatcht und dann dachte ich mir, super, jetzt habe ich die ganze, also ich habe wirklich lang rumprobiert, ne? Und dann die ganze Arbeit umsonst gemacht, dachte mir, ja, jetzt weiß ich zwar, also das System kann ich immer noch aushebeln, ist alles kein Problem, es bringt dir bloß nichts mehr, weil das Ziehen durch Instanzen nichts mehr bringt, ja? Also, ja, schön. Ein wenig blöd an der Stelle. Lass gleich mal oben den Schlangenboss mitmachen, weil wir müssen ja, oder diese, was ist denn das da hier, diese Tusse, weil wir müssen ja dann eh anscheinend killen. Ja gut, du bist ja jetzt komplett gescaled in den Dungeons. Mob wieder. Aber ich glaube, der wird eh raus, ne? Ja. Da fliegen meine Hämmer. Hat irgendjemand einen Kick und kann den so kicken, dass der ein bisschen rankommt? Weil mein komisches Schild bringt halt auch noch nichts. Halt, warte mal, unser Heiler ist... Ah ja, gut, okay. Ist gerade schon... Ja. Ja, wenn man nichts zum Interrupten hat. Jetzt ist er näher dran. Ja, zumindest... Okay. Halt.
Okay. Ah, sorry, ich war eigentlich das Schläfer hier. Schon wieder. Ja, gut, egal, ich laufe kurz ran, das geht schnell. Habe ich mein Pferdchen gedrückt, ich hab vorhin die Tasten umgestellt, ich wollte eigentlich meine Bubble ziehen. Ah, soll ich die Bubble oben und unten das Pferdchen? Aber hier ist es kein Pferd, sondern ein Widder. Ich krieg ja mal das Palamount. Eigentlich könntest du. Ich bin jetzt gerade im Überlegen. Man sieht ja immer, in welche Instanzen man reinkommt. Na gut, jetzt haben wir doch schon eine ganz große Auswahl, ne? Mit Stufe 30. Haben wir schon einige Inis. Ja gut, hier siehst du. Mit 15 kannst du nur Todesmine und Flammschlund reinkommen. Dann kommt Burg Schattenfang und Höhlen des Wegleiters mit 17. Felice kommt mit 20 dazu. Eigentlich möchtest du möglichst eine Gruppe haben, die immer möglichst hoch mit dem Level ist. Dass du immer neue Instanzen reinkommst. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen einladen, der Stufe 15 ist, dann würden wir bloß Schlammschlund und Todesmiede kommen können. Was gut sein kann, weil Flammenschlund schnell geht, aber wenn du jetzt immer die Quests machen willst in Instanzen, weil die bringen ja auch ganz gut EP, ne? Dann kriegst du für eine Quest, was haben wir denn vorhin gekriegt, 6.000 oder 7.000, ne? Weil eine Quest, wenn du jetzt überlegst, ein Mob hier bringt 200 irgendwas, ist das schon mal nicht schlecht im Verhältnis. Halt, Moment, wir haben ja noch gar nicht die Begleitquest, was machen wir hier eigentlich? Und euch sagt auch keiner was, ne? Wir sind ja noch gar nicht so weit, wir müssen erst mit den anderen Flügeln noch machen. Wie die Lemminge alle hinterher. Aber jetzt haben wir die Mob schon mal weggemacht, die müssen wir sowieso machen. Was, welchen genauen Titel? Von was denn? Ach so, von dem Video meinst du? Du, ich weiß es nicht. Also, irgendwas mit... Ich kann die ganzen Videos auswendig. Mittlerweile sind es doch ganz schön viele, ne? Ja. Also, kann ich dir gar nicht sagen. Ich habe zu fast allen Erfolgen irgendwo ein Video gemacht und sowas, ne? Und so ein Zeugel. Die letzten zwei Wochen waren es ja knapp 20 Erfolgsvideos. Ja, ich habe jetzt mal langsam diese ganzen Dinger mal fertig gemacht hier. Die ganzen Inni-Erfolgsachen und Dings, das ich mal gemacht habe. Das ist halt, ja. Das ist halt nicht das Interessenfeld von den meisten, wie man Dinge sieht, aber ich mache sie halt trotzdem, ne? Das ist halt. Ein paar Leute gibt es dann, die da die Achievements auch machen wollen. Mhm. Meiner Gilde hat letztes Mal auch wieder gefragt, für was die Knöpfe beim Mathe sind. Immer hat's. Ich habe die vorher, ehrlich gesagt, nie wahrgenommen, weil ich dann die mal angeklickt, weil ich dachte, irgendwas bringt schon, aber wusste ja nicht, wie man das anklickt und so. Klar. Achso, warte, mit dem müssen wir ja mitmachen, das ist eher ein Boss. Da siehst du halt auch nicht, dass das ein Boss sein soll, ne? Bei dem Typen. Es könnte jetzt halt auch so ein random Nachtelf sein, der da einfach in der Ecke rumsteht. Ich weiß nicht, mir macht Leveln schon Spaß, aber nicht geballt. Also immer mal wieder einen Char hochspielen finde ich ganz angenehm eigentlich. Und wenn es dann noch sowas ist quasi, dass du nochmal irgendeine Achievement oder irgendwas kriegst, dann mach ich das ganz gerne. Es dauert halt zum Teil viel zu lang. Also, ja. Wenn sie es jetzt wieder runternehmen, macht es wahrscheinlich wieder deutlich mehr Spaß. Wenn die Leute, die Classic spielen, verstehe ich eh nicht. Ich kann schon so aus der Nostalgie-Warte so ein bisschen nachfühlen können, aber ich möchte das so, wie es damals war. Ich möchte das gar nicht mehr. Also, das ist. Weil die wollen die Leute verkaufen, dass das bessere Spiel war. Und. Ich freue mich, dass der Classic-Server kommt, weil ich wette mit dir, dass Classic-Server 2-3 Monate ist da draußen und dann wirst du sehen, dass da die Spielerzahlen extrem wieder runtergehen würden und dann kommen diese ganzen Leute, die so ein bisschen desillusioniert sind und dann so wieder so verstehen, ja, okay, vielleicht habe ich mir das doch toller vorgestellt, als es eigentlich ist. Das ist oft mal so, wenn man irgendwas wieder macht, was man als Kind gemacht hat und total tolle Erinnerungen dran hatten, dass man das Erwachsene dann wieder macht. Und man sollte das am besten meistens gar nicht machen, weil man beraubt sich selber so ein bisschen der schönen Erinnerung, weil oft erinnert man sich besser an was, als es eigentlich war. Wenn man es dann wieder macht, dann merkt man, okay, es ist gar nicht mehr so toll. Aber was macht die dann, wenn sie wieder auf 1.14 sind und Naxxramas draus ist?
können ja, das ist es ja eben. Die, ach, die meisten werden doch da gar nicht raiden. Die meisten werden doch da gar nicht durchziehen und raiden. Das glaub, die meisten kommen doch mehr auf Level 60. Ja, einer das hat gesagt, man muss erstmal die Levelphase überstehen, bevor man da überhaupt das sagen kann. Das ist ja ein Classics eigentliche Problem, Levelphase. Die meisten werden da in der Levelphase schon aufhören. Ja, weil die Bosse an sich sind ja nicht das Problem, hat ja kaum einer eine richtige Fähigkeit. Weißt du, ich sag mal so, Classic ist halt in fast keinem Aspekt besser als das aktuelle Game. Weil du hast halt das Problem, es gibt ja mal viele, ja früher war das noch viel skillter und so. Du hattest in Classic beim Leveln, hattest du weniger Zauber und weniger Mechaniken, die du benutzen musst. Du hast jetzt im Live-Game auch nicht viel krasse Sachen. Die Geschichte ist einfach, dass es hat alles einfach viel länger gedauert. Du hattest keine gescheite Regeneration, hattest keine gescheite Self-Heilung mit den meisten Klassen. Du hast einfach ein, zwei Mobs gemacht und dann musstest du wieder raggen. Du musstest wirklich das Zeug mit an. Und es hat alles einfach irre lang gedauert. Du hast die viel Mobs weniger Schaden gegen die Mobs gemacht. Also du hast einfach, wenn du es jetzt erstmal auf die Levelphase runterbrichst, hast du einfach nicht ein schwereres Gameplay gehabt. Du hast einfach ein langwierigeres Gameplay gehabt. Ja, und vor allem, du musstest dir deine Emotionen und alles herstellen, das ist halt voll. Ja gut, das kommt noch dazu, ja. Es ist halt das realistischer. Es ist halt realistischer, das mit Sicherheit. Die Fehler für die Magier. Das auch, aber mit dem Hexenmeister Seelensplitterfarm ist halt auch eine schöne Sache. Oder mit dem Paladin da um seine Buffs da. Ich hab's bis jetzt nur gehört, aber allein das Hören hat mir schon gereicht. Ich habe ja damals mit Classic angefangen. Also ich habe ja Mitte Classic etwa angefangen mit dem Spiel, obwohl, ne, Dings. Die Öffnung von Akku habe ich auch noch mitgekriegt. Also es war so, also wo ich wirklich angefangen habe, war wahrscheinlich eher Anfang Mitte, weil ich habe mit Leveln ziemlich lange auch gebraucht, ne? Einfach weil ich da halt auch noch, was war ich da, 12 oder so, nicht lange gespielt nicht lange am Tag spielen dürfen und da habe ich halt nochmal länger gebraucht quasi, ne? Also bis ich quasi Level 60 war, war kurz vor der Akku-Öffnung, weil die Akku-Öffnung habe ich halt damals noch miterlebt, ne? Was halt eigentlich so das coolste Classic-Event war. Und das war ein episches Event und viele andere Sachen waren auch episch, weil sie halt neu waren. Und was an Classic auch besser war, war sicher die Community, ja? Weil du halt einfach mit den Leuten interagieren musstest. Ja, du das Beste. Das auch. Ja, du brauchtest halt Leute, die du wirklich suchen musstest und am besten hast du ja auch Freunde gemacht, weil du halt einfach darauf angewiesen warst. Jetzt in dem Spiel, so wie es jetzt ist, bist du nicht auf Leute angewiesen. Zum Beispiel mache ich sehr viel einfach solo oder ich schreibe nie jemanden an, hey, ich will das machen, machen wir das zusammen, sondern wenn ich irgendwas machen will, dann melde ich mich im Tool an, dass ich schnell irgendwas machen kann oder ich suche halt, wenn ich wirklich ein größeres Projekt mache, dann suche ich halt Leute im Forum oder so über ein Tool, aber jetzt, du bist halt nicht darauf angewiesen, dass du Leute kennst. Ja, nicht mal das, zum Beispiel in der Levelphase, früher, wenn da ein Mob war, wo empfohlene Spielanzahl 5 dran steht, machst halt einfach so am Alleinkurz weg. Da brauchst du keinen mehr dafür. Das kommt hinzu. Du bist halt auch angewiesen, sozial in Gruppen zu sein. Zum Beispiel, du bist in einer Instanz drin, ja? Und, Da pullt einer die ganze Zeit irgendwelche Mobs oder macht überhaupt keinen Schaden, dann bin ich so ehrlich, dann geht mir der Typ auf den Sack und ich versuche ihn rauszuvoten. Ganz einfach. Wenn der die Instanz aktiv behindert, versuche ich ihn rauszuvoten. Das konntest du damals nicht. Du konntest keinen rausvoten. Und wenn du ihn rausgeschmissen hast, dann hattest du die Problematik, dass du einen Spieler weniger hattest, musst in die Hauptstadt zurückgehen und musstest quasi schauen, dass du dir einen neuen Spieler ranholst. Und es hat ewig gedauert. Also einen Spieler rauszuschmeißen, hast du eigentlich nicht gemacht. Ja? Das konntest du dir gar nicht erlauben. Ja, du musstest halt jeden Gammler mitziehen. Und dann hast du dich halt lieber hingehockt, hast ihm erklärt, was er anders machen kann und hast dich mit den Spielern auseinandergesetzt. Das ist halt mehr ein soziales Element. Ja, gut, aber an sich damals aktiv sabotiere wäre ja Schwachsinn, weil du kommst ja nur mit Leuten aus deinem Server. Ja. Die Leute so wissen ja nicht direkt, dass sie schlecht sind. Gut, aber nach einer Weile hast du dann so einen Ruf angesammelt. Ja, dann kannst du ja nicht das Spiel aufhören. Ja, da gab es mit Sicherheit, es ging ja noch lang so, dass du noch nicht diese ganzen Tool-Möglichkeiten hattest. Da hatte ich auch Spieler, die waren auf dem Server dann verhasst. Ne? Ich war ja auch, hab mal meine eigene Gilde gehabt, meinen eigenen Raid, der ganz gut lief. Und dann war das auch so, du hattest dann die ganzen anderen Raid-Leiter
von den Raids auf FL irgendwann und dann hieß es, wurde es dann angeschrieben, ja, der hat bei uns Scheiße gemacht, ladet den nicht den neuen Raid an und dann wurde halt jeder Raid-Leiter auf dem Server angeschrieben und dann ist der halt nicht mehr reingekommen, ne? Der ist halt, ne, dann war der quasi geächtet. Also da musstest du halt auch wirklich gucken, dass du nirgends irgendeine Scheiße abziehst, weil wenn du irgendeine Scheiße abgezogen hast, dann ging das relativ schnell, dass die Leute waren halt ziemlich connected und ich hatte halt auch damals, hatte ich halt auch schon die komplette Friendlist voll, aber mit Leuten, wo ich wusste, okay, die taugen was, mit denen kann man was machen, da habe ich halt Events gemacht, meine Leute angeschrieben und dann hast du halt die Gruppen gemacht. Und das andere, was halt mir schon wieder auf den Nerv ging, ich hatte dann halt so die Connections mit den Leuten, dass ich halt, wenn ich eine Gruppe auch mit irgendwas angesetzt habe, dass ich halt die Leute auch zusammengekriegt habe und dass wir immer los konnten. Und das ging irgendwann so weit, dass mich immer Leute angeschrieben haben, hey, kannst du nicht für das mal eine Gruppe aufmachen? Das ging mir irgendwo auf den Piss, weil ich mir dachte, komm, dann such dir doch selber deine Leute zusammen. Warum soll ich mich jetzt hinhocken und für dich eine Gruppe aufmachen, bloß weil du irgendwas machen willst? Und dann habe ich irgendwann angefangen, nicht mehr einen Chat zu lesen und Leute zu ignorieren, weil mir das auf den Sack ging, für jeden hier Hans Wurst zu spielen. Aber damals brauchtest du das halt. Und heute ist das halt irrelevant. Ich wüsste jetzt nicht, wann ich das letzte Mal irgendjemand, also ich, meine komplette Friendlist ist voll, aber ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal jemand angeschrieben habe, dass ich sage, hey, kannst du mir da und da helfen, weil die meisten Content kannst du alleine machen oder du hast halt Content, wo du dich halt übers Tool anmelden kannst. Ja. Ganz ehrlich, klar, man könnte natürlich so sagen, hey, als Kumpel und so, aber ich will halt auch, ehrlich gesagt, die anderen nicht belästigen, ja, und dann irgendwen anschreiben und sagen, weil ich das jetzt machen will, sollst du mir helfen? Das weiß ich, finde ich irgendwie auch blöd. Ja? Mal schleusen dann und dann ärgerst du dich im plus 10 ab. Ja, das ist halt. Ja, das ist aber meiner Faulheit geschuldet. Also, ich habe ja. Die Woche habe ich zum Glück mit der Gilde, die haben einen Cellrun gemacht und da bin ich halt mitgegangen. Das ist halt ideal. Ich krieg meinen 10er Key, ja, und krieg noch Gold dafür. Das ist wunderbar. Das ist echt das Beste, was geht. Gibt's das im Schnitt? Ja, gut, ich sag mal so, ich hab halt 50.000, also jeder von uns hat 50.000, also wird er halt 200.000 gezahlt haben, ne, der Kunde, wow, für den 10er Key. Und gut, dafür, dass ich den 10er Key eh lauf, hatte ich halt 50.000. Und ehrlich gesagt, mit drei Leuten aus der Gilde, also ich sag mal so, wir haben den 10er Key gemacht, ich bin gedisconnected 5 Minuten, weil mein Internet weg war. Und wir haben ihn trotzdem in Time geschafft, den Key, obwohl wir halt noch einen Kunde dabei hatten. Gut, die Leute sind halt bei mir im Raid alle dementsprechend gegiert. Und die laufen halt 15er Keys in Time und sowas, ne? Sie sind jetzt halt auch nicht ganz schlecht, ne? Und da, für die ist halt ein 10er auch easy, ja? Für mich ist jetzt ein 10er auch nicht schwer, aber ich bin jetzt keiner, der ewig viele Keys läuft, weil mich das einfach nicht juckt. Das ist, ich war 8er und war chronisch überfordert mit Heilung. Ja. Also die haben sicher mehr Ahnung von den Keys als ich, weil sie halt einfach auch die ganze Zeit die Keys laufen und dann die Special Tactics raus haben. Umso höhere Keys du läufst, umso mehr musst du dich halt auch damit beschäftigen, ne? Das mache ich ja ehrlich gesagt nicht, weil ich will meinen 10er haben. Ja, ich will meinen 10er haben und der Rest juckt mich nicht. Ja, klar, man könnte da aus Radio Dings gehen. Ich habe von manchen Innis habe ich noch gar keinen einzigen 10er auf meinen Horden Druid. Also ich habe einen richtig beschissenen Radio, ne? Deswegen, selbst mit meinem Main-Char ist es in die guten Gruppen reinzukommen schwierig, weil der halt ein richtig kack Ding hat. Also das wäre eigentlich ein leichtes, sich alle Innis mal auf 10, 12 oder so mal zu holen, ne? Aber warum, keine Ahnung. Ich habe da gar keinen Spaß. Aber Schreiende Sturm zählt ja irgendwie schon ab 6. Reihen, wo andere erst ab 10 Reihen zählt. Anscheinend muss Schreiner des Sturms auf mythisch plus richtig schwer sein. Das ist halt eine Drecks-Inni, weil ich war einmal Tiefenfull richtig kacke. Ach, Tiefenfull geht echt. Ich finde, Schreiner des Sturms ist die dreckigste Inni, weil da können dir kleine Fehler relativ leicht beim Trash auch wipen, weil der Trash halt ein bisschen abfuck ist. Und wenn da die Leute sich nicht gut absprechen, dann geht das schon relativ schnell in die Hose. Das haben wir jetzt gebraucht, doch 20 Minuten fast, ne, für diese Gammel-Inni. Ich war einmal in plus 8 drin, aber... Freihafen ist halt mit Abstand der beste und leichteste Dungeon, glaube ich. Das auf jeden Fall, ja. Freihafen geht gut durch. Der 8er Key halt noch in Time und so weiter, ohne Problem. Obwohl wir, glaube ich, 16 Vibes hatten zum Teil. 16 Vibes und dann Intel, ja, ich weiß nicht, wie es geschafft. Wir hatten mal bei plus 9 Toll Dago irgendwas mit 300, 400 Vibes. Vor allem einmal hatten wir einen Bug, dass irgendwie alles ankam von der kompletten Inni und weiß nicht, wie auch immer. Auf einmal stand alles bei uns da und hat er einfach zerstört dreimal. Blacklord, hey, grüß dich. Das hat gut schon witzig ausgeschaut. Das ist das nächste, dass dir in Random Mythic Plus oftmals die Leute lieben. Das hat man bei dir ja gesehen, bei mir. Alter, das da haben wir auch gedacht, ist das dein fucking Ernst? Ich hab mich mit diesen Gammlern, achso, die Quest haben wir schon gemacht. Nice, das ist ja für Release. Okay, warte mal, jetzt können wir gleich mal testen, wie schnell wir sind. Achso, ich hab meinen Timer jetzt fürs Ding offen. Ja, gut, egal. Wir können ja etwa gucken, um 38 sind wir rein.
bis dahin. Oh kacke, die... Ja, ich hab Stoppuhr an. Okay, dann auf geht's hier. Ja gut. Die einen... Wir haben es irgendwie geschafft bei, wie heißt das? Der untoten Zeugs da. Aktiven Fool. Den Endboss haben wir irgendwie nicht geschafft, weiß nicht, was lag. Auf jeden Fall ein plus 6. Von wegen, alles war voller Wasser und so und wir haben einfach nichts mehr hinbekommen. Okay. Und dann war der Tank auf einmal beim ersten Try, war auf einmal der Tank weg. Also aus der Gruppe komplett weg. Und dann kommt er auf einmal wieder. Als ob der nie weg war, so. War ein Gang, okay. Oder weiß ich nicht. Auf einmal war der auf einmal wieder in der Gruppe und alles wieder da, als ob er nie weg war. Das hört sich komisch an. Hast du das in 385ern plus 2 gekriegt? Okay, ja, nicht schlecht. Das ist krass. Was droppt denn plus 2? 345 eigentlich, oder? Ja, wo mir Innis gemacht, den normale Mythisch, hat Lexi einen 380er Umhang bekommen, in Königsruhe. Das ist krass. Ja, manchmal muss man einfach Luck haben, weißt du? Ja, aber was droppt eigentlich durchschnittlich bei einem plus 9er? Aus der 65 Mittel droppen. Ja, aus der Rechnung 75. Ja, ich hab da einen 370er rausbekommen aus der wöchentlichen Azerit-Teil. Ich hab mich dezent verarscht. Ja, Azerit gibt's ja bloß quasi 355, 370, 385, ne? Und du kriegst nur durch einen 10er aufwärts 385, ne? Also, ich pull den raus, den Hocker. Ja, deswegen entweder 8er oder eben 10er. Alles andere dazwischen ist halt crap. Ach, die kommen trotzdem? Ich hab den extra Single-Target gepullt und die kommen jetzt dran. Na gut. Wie sind wir zeitlich unterwegs? Eine Minute 44. Okay, da kommst halt leicht auf die 3 Minuten. Wir müssen ihn halt bloß umboxen, dann können wir eigentlich raus. Ja, neue World. Und wenn du das halt vergleichst mit den 20, 25 Minuten in der anderen Innis, das ist halt ein Witz, ja, das ist, ne? Das ist. Leider droppt er halt nicht durchgehend, einfach verließ auch. Ja, aber das war Burg Schattenfang noch nicht wahr, ne? Burg Schatten-Ding ist auch ziemlich lang. Mir schreibt hier gerade einer, er hat aus dem 2er einen 390 gekriegt. Ja, das ist halt, du kannst natürlich immer lucky so ein Item rauskriegen. Das ist halt, ja, weiß ich nicht. Ich, mit diesem Hochrollsystem, ich bin halt echt zwiegespalten. Klar, du gehst halt irgendwas, was dir vielleicht eigentlich nichts bringt und bist halt lucky und kriegst was Hohes raus, was halt cool ist, weil dir dann trotzdem alles was bringen kann. Aber andererseits bist du halt immer bei diesem, es kann ja immer hochrollen und ich weiß nicht, das gefällt mir nicht so ganz. Schau, jetzt haben wir auch wieder 50k gekriegt. Weil früher konnte ich dich verlassen, wenn einer dementsprechend das GS hat, dass der was gemacht hat. Das sind da Leute mit 380 drin, die weniger Schaden machen als 3, ne? Ja, wie lange haben wir jetzt gebraucht? 2 Minuten irgendwas wahrscheinlich, oder? 2 Minuten 37. Ja, siehst du, 2,5 hast du, jetzt können wir eigentlich rausliefen, die Mobs müssen wir hier nicht machen, die jetzt hier noch kommen. Die bringen eh keine EP. Also eh so fast keine EP halt. Kein Mana mehr. Ja, dann lief schnell. Dann sind wir raus. Ja, du musst, eigentlich könntest du auch durch nur Hogger umboxen, aber dann haut dich der Trash wahrscheinlich zu schnell um. Theoretisch geht's ab. Ach, ihr seid wirklich raus, du. Ja, hab ich ja gesagt, die einfach liefen. Die fertig. Die Ding ist fertig, du kannst jetzt schon das. Wenn du den Endboss umhaust, kannst du in die nächste Inni rein. Was willst du von dem Mobs, die 200 EP bringen? Die hast du in jeder anderen Inni auch. Also, ich weiß nicht, das steht halt in einem krassen Missverhältnis. 2,5 Minuten zu. 20 Minuten. Ja, mindestens. Also mit 20 Minuten bist du noch ganz gut und wir haben jetzt auch nicht rumgesleckt in der Inni. Also, weiß ich nicht, das ist halt ein bisschen dumm. Ist einer von euch offline, ich spring die ganze Zeit in den Stummen drum. Okay, auf geht's. Da bist du halt mit Ding schon echt gut beraten hier mit dem Verlies. Warte mal, ich kann schon Talentpunkte verteilen, sehe ich gerade. Aha, Stufe 30. Hätte ich jetzt vielleicht mal machen können, ne? Fällt mir gerade so auf. Was haben wir denn hier? Ich glaube, das mittlere war gar nicht schlecht, oder? Könnt ihr schon so eine Brötchen da herstellen? Mana-Brötchen, wenn wie das heißt? Ich kann Magier ziemlich früh herstellen. Ja, kann er schon. Danke. Wunderbar. So, was nehme ich? Ich glaube, ich nehme das hier mit. Da sieht das Symbol schön aus. Aber das mal so. Ach ja, da könnt ihr übrigens rechts hochlaufen. Wie ihr gerade seid. Ja, das, aber viel schneller ist man eigentlich. Naja, es bleibt sich gleich. Ob man springt oder hier irgendwo hochläuft, ja.
hab's beim letzten Mal zufällig gesehen, dass da wer hoch ist. Weiß ich hoch. Kann man die skippen? Oh, die einen kann man skippen, ja, die. Warte, wir können doch eigentlich auch den Boss skippen, oder? Diesen ja, Schildkrötenboss. Ja, können wir, klar. Einfach mal, ja. Wenn wir alle im Wasser schwimmen, dann können wir den skippen. Ja, aber hinten auch. Bei der komischen Krake kannst du auch hinten bei der Treppe wieder hoch. Da kannst du die beiden Bosse. Ja, vielleicht sollten wir die aber doch mal töten, weil sonst töten die mich. Komm ein Stück zurück. Ich hab Bubble an. Na. Alles gut, jetzt kriegt der Magier auf den Sack. Ja, ich hab meinen Buff nur. Ich heim ihn mal. Irgendein Magier stirbt. Ach nein, mein, warum ist denn mein Buff weg? Bin ich vorher gestorben? Ja, bist von Weglagen, Höhle, irgendwas. Ach scheiße, ich habe nicht an meinen Buff gedacht. Dammit. Ja, ist blöd gelaufen. Ja, gut. Schubst mal an, wenn einer von euch weg. Falls ihr dann noch heute macht. Jo, alles klar. Also den können wir auskippen. Aber vorher meinte einer, dass man den einen zumindest machen muss. Schauen wir mal, wie weit wir die mitziehen können. Man sieht, muss ja nur den Zwielicht für Spatiel machen. Welche, der mit der Tür, ne? Ja, wo dann die ganze Gule rauskommen, wenn du den da vorne gemacht hast. Hm, genau. Oh oh, das war jetzt das Falsche. Ich nehme mich mal selber ein bisschen mit. Shit, okay. Blöde Caster da hinten. Ja, ja, ich kick den mal. Ah ne, 9 Sekunden. Na, dann ziehen wir halt einfach mit, den Gammler. Irgendeiner von euch hat Aggro. Ja, wer wohl. Jetzt kommt er. Na ja, verreckt schon irgendwann. Ja, tot. Ich wurde gegriffen hier. Shit. Okay, na ja, mal gucken. Aha. Mal, sollte meine Heilung wieder binden. Okay, Heiler ist da, perfekt, auf geht's. Müssen einen Speedrun hier machen. Oh, jetzt hat er mich schon wieder hier, so ein Ding. Alles bitter. Boah, mit dem Arcane Explosion verbrennst du echt schnell deinen Mana. Mal gucken, dass ich mir ein bisschen selber hochheil. Der Heiler immer von den Tentakel erwischt wird. Trainers, hey, grüß dich. Ich glaube, ich hatte in dem M Plus noch kein Ding. Ah, nice, ich habe meinen ersten Dev-CD habe ich quasi. Ich habe im M Plus noch kein Item gehabt im. Also in der Endtruhe von der Inni, das irgendwie krass war. Da ist jetzt immer nur Kack drin. Boah, aus der Weekly Chest, da waren bis jetzt ganz gute Sachen. Ich habe 3 Azerie-Teile gekriegt mit 3,85 und relativ am Anfang, also jeden Slot. Dann habe ich gemerkt, ich brauche hier aus dem Raid unbedingt eins, weil sonst kriege ich den Buff nicht. Also dieser Trainer, diese Trainer-Explo ist auch krass, ne? Also die haut richtig rein. Mhm. Das merke ich auch auf den Inseln, ne? Ich habe ja so richtige drecksequipte Chars, die teilweise noch hier Wottel-Items anhaben auf 119 oder so, ne? Oh, ja, das ist echt so, ich hab wirklich so richtige drecksequipte Chars. Ja, die haben halt hier Dings-Push gemacht, ne? Also, Dungeon-Push und dann halt, ja, nur irgendein Pet-Battle-Content und diese Sachen in Trainer aufgesammelt, also haben die einfach kein Gear gekriegt. Und dann haben die teilweise noch so richtig Drecks-Gear. Und die machen halt gar keinen Schaden, ne? Also wenn du halt Wottelgear auf dem Level anhast, da reißt du halt nichts. Aber dieser komische Einschlag, der ist anscheinend irgendwie unabhängig vom Gear und der haut so einen Schaden raus. Also, okay, warte mal, habe ich jetzt noch irgendwas, was ich machen kann? Ich kann jetzt halt noch meine Heilung, okay. Aber den kann man ja wieder skippen, also wenn wir den ja, rausziehen. Ja, muss einfach nur rausziehen, genau. Jupp. Okay, passt. Na, dann dauert die eh auch nicht so lang. Ja, wenn du halt die ganzen Bosse alle nicht machst, ne? Okay, jetzt muss ich mal gucken, ich schau mich dann selber ein bisschen mitteil. Aber kann man halt auch nur in einer Pre-Made-Gruppe machen hier, die ganzen ja, Bosse skippen. Ja gut, sonst laufen die Leute nicht mit. Boah, ich hatte heute auch jetzt mit meinem Dekan ein bisschen gelevelt gehabt.
Und da habe ich halt auch dann mal Bosse ausgelassen. Die Leute standen dann alle vor den Bossen und so gewartet. Ja, kommt der Tank zurück? Macht er irgendwas? Und ich geschrieben, ja, die bringen keine EP, lass doch einfach hier, ne? Die sind nicht mitgelaufen. Die wollten halt die Bosse wirklich in der Reihenfolge machen. Ja, deswegen. Nervig. Sag er dann, hey, grüß dich. Naja. Kann man halt nichts machen. Irgendwie schauen, dass wir die Wasserinventare wegkriegen. Die haben ihn hochgeheilt. Na ja, gut, babbeln kann ich jetzt wieder. Na, das sparen wir uns mal. Wir wollen ja nicht wieder einen toten Mage haben. Na super, jetzt hat mein Schild diese komischen Mobs da drüben erwischt. Ernsthaft? Vom Wasserinventar auf dem Dings gesprungen, auf die Trash-Mob-Gruppe. Na gut. Kleben wir sie halt langsam mit weg. Bin halt am Überlegen, ob man noch irgendwie was tricksen kann, aber mittlerweile wird es halt echt schwierig im Low-Level. Hast ja eigentlich so gut wie nichts, was du machen kannst. Auch BGs lohnen sich später irgendwann mal, aber ganz im Low-Level halt auch noch nicht. Arena leider auch nicht, also kannst halt relativ wenig machen, leider. Hast du dir die BlizzCon eigentlich ganz anguckt? Was heißt, also ich habe mir, als sie lief, die ganze Zeit die BlizzCon angeguckt, aber ich habe mir nicht wirklich von jedem Game jedes Ding angeguckt, das nicht kann. Also War eigentlich jetzt. bei der BlizzCon auch gleich das Q&A, was die gemacht haben? Ja, also Weil mehr, die da hatten war ja der Chris Metzen, der Thrall imitiert, war ja auch da und hat eine Frage gestellt. ja, da sind ja. Sind ja einige ziemlich abgegangen. Fand ich auch cool, dass der da war. Weil für mich ist der halt immer noch so der Haupttyp. Der hat ja auch die Lore von WoW komplett geschrieben und so. Also der ist ja eigentlich quasi der Charakter, der für mich am ehesten für WoW steht. Hast ja gesehen, wie die Leute abgegangen sind, als der gekommen ist. Ich glaube, so einen Status in der Community hat halt kein anderer außer er. Und vor allem, wo er fragt, ne, ob der wahre Kriegshäuptling wiederkommt und er hat halt die Stimme ja von Thrall, ne? Ist halt schon so ein Wink gewesen, dass wir Thrall vielleicht bald mal wiedersehen. Wo sie ihm gesagt haben, sie rufen ihn an, wenn sie ihn Ja, brauchen. eine Jobausschreibung. Auf jeden Fall nice, ja. Ja, mal gucken, was jetzt dann mit Sylvanas passiert. Ich glaube. Ja, Karosch soll ja ein Anfänger gegen Sylvanas Die haben es gewesen mit mir, sein. diese blöden Ja, Dinger und hier. da heile schon wieder. Ich habe irgendwie Glück, ne? Ich komme hier mal ganz gut durch. Aber Sylvanas hat ja dann auch in 8.1 oder so auch die Schattenpriester Artefaktwaffe an, statt ihrem Bogen. Müssen wir mal kurz warten. Ach. Die rasche ja komplett aus. Ich schaue, dass ich mich da ein bisschen selber hochheile. Mal gucken. Können ja schon ein bisschen draufhauen, bis du kommst. Ja, mal gucken, was da noch so storytechnisch passiert. Wenn du denkst, sie hat ja sogar einen Pakt mit Helia gemacht und Helia lebt ja auch noch. Stimmt nur was. Jetzt spoilert er aber ganz schön hier. Ja? Jetzt spoilert er ganz schön. Genau, also sobald du ein bisschen höher bist, lohnt sich BGs und vor allem auch Arena. Die bringen dir nämlich immer ziemlich genau prozentual das gleiche vom Level. Und es ist ja so, dass du im Low-Level im Verhältnis zu einer Quest oder zu Mobs wesentlich weniger EP brauchst. Also heißt, wenn man jetzt zum Beispiel an Innis misst, im Low-Level kriegst du ja für eine Inni ein bis zwei Level für eine Inni, ja. Und umso höher du steigst, irgendwann kriegst du nur noch ein Level, irgendwann kriegst du nur noch ein Dreiviertel-Level, ein halbes, und
ganz im höheren Level kriegst du teilweise für ein Ini nur ein Drittel oder teilweise nur 20% von dem Level, ne? Und beim BG bzw. bei der Arena vor allem bleibt sich ziemlich gleich von den Prozenten. Es sind immer um die 10% rum. Ja? Und deswegen wird es im hohen Level viel interessanter, sowas zu machen, als zum Beispiel Dungeons. So, wir sind jetzt auf 32. Naja, langsam ernährt sich das Eichhörnchen hier. Alligator, grüß dich. Ich werde ein Ausweite. Okay, alles klar. Warte mal, wir sollten den einen anpingen, dass er wollte mitkommen. Dann danke dir fürs Mitgehen, ne? No, danke auch. Viel Spaß noch. Mhm. Bis. Ciao. 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 User disconnected from your channel. Ich hab ihn jetzt mal angepingt, mal gucken. Dann kann er gleich mitkommen, wenn ja, er will. Ich bin da. Ah, wunderbar. Moment, ich mach einfach mal eine Gruppe noch auf bei Benutzer definiert. Ich bin noch auf meinem Team. Also DD oder Heiler? DD brauchen wir. So, dann hau ich da mal ein paar Gnolle um hier. Bin ich okay, du bist. Ah, okay, ihr wart beide schon höher als ich, oder? Wo wir angefangen haben. Jetzt einen auf 46 und einen auf 37. Ich dachte, dass ich der Höchste bin, weil ich am meisten Account gehe habe, aber wer war der vorher schon höher vom Level? Warte mal, hab ich jetzt bin ich angeloggt. Ich hab gequeued einfach Tiller Leveling bei Benutzer definiert. Mir fehlt ein Ring. Ach so, du musst ja hierher questen. Ah, okay, das bringt gar nichts. Ich kann dich ja noch gar nicht die Quest machen. Naja, gut, egal. Gut, dann können wir EQ'en. Hier bringen die Mobs halt noch weniger EP, ne? Ich krieg halt 50 EP für einen Mob, das gibt's doch gar nicht. Obwohl, aha, hier der Rogue steht hier rum, deswegen krieg ich so wenig. Aha. Hat er sich die EP geleecht. So, gehen wir mal hier aus der Dings raus. So. Jetzt mal so aus Interesse, steht das hier dran, wie viel Damage man kriegt? Ja gut, 8000 extra EP, das ist halt nix, ne? Siegesabschluss 8000, das ist halt, ach. Vergessen. Wie lange zockst du eigentlich schon seit Classic? Ja, ich spiele schon seit Classic, so, ja, Mitte Classic würde ich etwa sagen, Mitte Anfang Classic, irgendwie sowas um den Dreh. Also habe ich ja angefangen, ne? Classic dauert es ja relativ lang, bis du aufs Maximallevel damals 60 gekommen bist. Die Ini geht auch richtig schnell. Die ist ganz gut. Hatten wir nicht letztes Mal so Probleme immer? Da kannst du am Anfang einfach eigentlich komplett skippen. Ja. Außer die wichtigen. Ja, läuft einfach nach, rennt einfach hier runter. Seht ihr noch irgendwas hinter euch her oder ist da alles weg? Ich habe jetzt alles gekillt, was da war. Okay, das sind nämlich glaube ich nur diese kleinen. Wir können gleich mal testen, ob der Boss hier gleich getriggert wird, weil mir meinte mal jemand, dass das. Das hier müsste dieser Boss sein, wo man nur den zweiten killen muss, dann kriegt man die XP. Ja, du musst ja ich habe jetzt mal babbeln müssen. Warte, ihr werdet jetzt wahrscheinlich. Nein, gleich... schon wieder. Lauf nicht in die Mobs rein. Getauscht. Stirb wie ein Mann, so jetzt Bubbles weg, die gehen jetzt auf mich. Schon wieder. Ja, das ist so ein Dreck. Das ist. Vom CC ist der Laden dreckig, das ist definitiv. Ich muss mich mal wieder queuen mit dem Twink. So. Bisschen Ehre grinden nebenbei. Weil den eigentlich, hier diesen Tüftler, der dauert ewig. Und der zitiert dich ja die ganze Zeit. Und jetzt laufen wir mal alle hier entlang. Es kann sein, dass er trotzdem. Den Boss musst du nicht machen. Den Boss musst du nicht machen. Ja, der triggert aber irgendwie jedes Mal mit. Ja, deswegen, dass der. Schauen wir mal, weil es läuft direkt. Es ist auf jeden Fall keiner dran. Jetzt töten wir mal die Mobs und laufen wir weiter und schauen, ob er kommt. Weil ich das auch bis jetzt gesehen habe, oder Leute immer behauptet haben, der wurde getriggert, weil ich dachte, es hat irgendjemand gepullt. So, der wird immer mitgetriggert. Also zumindest, wenn du da ansatzweise nah dran stehst. Hier können wir auch skippen, den ganzen Raum. Ja, da kommt aber schau, er wurde nicht getriggert. Okay, dann haben mich die Leute damals angelogen.
Ja, aber den können wir einfach mitziehen, das ist egal. Es wird länger dauern, hier zu versuchen, ihn abzuwarten, bis er wegläuft, als ihn einfach mitzuziehen, den einen Gambler. Aber hier kannst du dann auch richtig schnell durch. Okay, wenn du den Boss nicht machen musst, weil das ist der, der einfach am längsten aufhält. Das ist ein richtiger. Ja, und nach der Treppe ist hier ja schon ein Boss. Ja, genau. So der Boss, der. Und EP. Macht der eine Baum da unten? Er will anscheinend nicht. Dieses Kack betäuben immer. Der eine mag den Shadow da unten. Hat der Marken. So, Moment. Weil ich einen Taunt habe, ja, okay. Den Käse hochziehen. Hier die ganzen Unsichtbaren, aber den Boss pull ich jetzt noch nicht, weil das wird uns sonst, glaube ich, rippen. Na, dann versuche ich mir mal mit hochzuziehen. Okay, passt jetzt immer wieder safe. Epos kommt. Ja, dann sind wir aber hier auch ziemlich schnell durch. Also, weil ich auch meinte, dass man diesen komischen Goblin eigentlich auslassen kann und. Dann war ich hier auch mit einer Pre-Med-Gruppe drin und dann habe ich schon jemanden gefragt, warum er jetzt wieder in den Mob reingelaufen meinte, nein, da ist keiner reingelaufen, der triggert automatisch, und das weiß er ganz sicher. Und meine ich, okay, gut, dann nehme ich das zurück, aber jetzt hier, ne, der Beweis, der wird nicht getriggert. Also irgendein Spacken ist da halt reingelaufen in den Mob, weil ich irgendwie Nee, dreimal reinlaufen gesagt musst habe. du aber trotzdem nicht, das ist klar. Also du musst in dem Raum stehen und dann machst du die Ad-Gruppe und dann wirst du auf jeden Fall pullen. Es liegt wohl an dem Raum, dass du einfach die Ranger bist oder so, sobald du die Ads machst. Gut, Also das ich mag habe schon sein, gepult, aber. da war ich auf jeden Fall weit genug weg. Okay, das kann natürlich sein, aber ich wollte halt eigentlich auch an der Seite vorbeilaufen. Hab's irgendwie dreimal gesagt, wir schauen, dass wir an der Seite vorbeikommen. Wir wollen den nicht adden, weil das ist der wichsigste Mob in Classic, glaube ich. Weil der dich irgendwie als Tank 10 Sekunden CC, dann haust du einen Hit drauf, dann wirst du wieder 10 Sekunden CC. Und das macht er mit den anderen Teils auch und du brauchst so lange, den zu töten. Das dauert einfach ewig. Vor allem, wenn du den noch mit irgendwas anderes. Addest, dann vibest du oftmals, weil du halt immer im CC ewig steckst. Den Mob mag ich auch nicht, der poltert sich andauernd weg und dann kannst du wieder hinrennen. Ach. Das geht halt echt gut durch. Hier in der Inni. Gut. Ja, das war auch in der Inni, ne? Da waren wir hier drin. Und dann habe ich die Inni quasi mit dem Heiler, glaube ich, zusammen haben wir die dann hier durchgeballert. Und die Idees waren irgendwo, da waren wir random unterwegs. Und dann ist einer, oder halt eine haben wir dann erfahren, ist irgendwo runtergefallen. Und dann Och, stand der der geht auch Freund schnell. oben und sie haben sich angeguckt und haben irgendwie über 10 Minuten versucht, dass sie wieder hochkommen. Also, anstatt einfach wieder außen rum zu laufen. Und dann haben wir die Inni quasi alleine gemacht. Wir konnten sie nicht rauskicken, weil die den Kick verhindert haben. Und standen da die ganze Zeit irgendwann an der Kante und ist nichts passiert. Das war so ätzend. Ich hab's gesehen. Also das richtig, richtig genervt. Aber das ist. Hier ist so ein Ding. Oh, das ist die Falle ausgelöst. Ich bin extra um die Zeit Stimmt, rumgelaufen. scheiße. Wir haben eben für die Indie 5 Minuten gebraucht. Die ist auch schnell. Es gibt so ein paar, wo du echt. Hier Also. geht richtig schnell, ja. Genau wie diese komische rote Anlage da. Wo die ganzen Schala, Blister rumlaufen. rote Kloster. Ach, schade, Ja, das genau Kloster. das geht Und die auch hier relativ geht schnell. schnell, oder wie? Naja, ich weiß nicht. Also, ich Ab der so viel. Hälfte laufst du eigentlich nur noch durch. Ohne Ads. Ja. Ja, gut, sobald du über diese Also, Brücken drüber instant. musst, geht das schon relativ zügig. Aber jetzt hier am Anfang musst du schon einen Haufen von diesen Ja, am Schweinemenschen Anfang schon, abboxen. ja. Aber da vorne können wir ja 3 Ad-Gruppen umgehen. Da kann man ja von vorne pullen. Ja, kannst du gerne nochmal sagen. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo du hier jetzt fies skippen. Ach, du Ja, bist sollen wir überhaupt skippen? Hier sind ja Quests. Ja, Deswegen, aber gut. es geht alles noch mit. Aber die Bosse kann man ja alle clearen.
Gut, wenn du natürlich da vorne die Bosse auslässt, dann kannst du echt viel skippen, das ist richtig, aber du musst die hier... Man kann auch die beiden Bosse ohne Ads killen, das meine ich. Echt, okay, kannst du die runterziehen? Ja, also den einen, der andere pullt mit, wenn du nicht direkt mit hochgehst. Aber kann man hochspringen. Okay, wobei ich die eigentlich immer alle komplett pull und in den Boss reinziehe und die wegleaf, weil dann verlierst du eigentlich auch nicht viel Zeit, dann nimmst du den Ding mit. Manchen Gruppen schaffst du es. Gut, das... Mal gucken. Jetzt habe ich ja meinen Gaul zum Glück. Die können eigentlich hier, die meisten Mobs können hier nicht sonderlich viel. Ach, Staub. Hab ich jetzt eigentlich meine Heilung schon? Ne, mit 4. Oh, kacke. Ach, ach fuck, ich hätte bubbeln sollen. Ja, gut, das war dann doch zu viel. Bis ja nicht meine Heilung halt hätte, das wäre halt zu gut. Der Instant Heal, der macht halt so viel aus. Buff haben wir keinen mehr, dann ist es nie so schlimm. Komm ich nicht mehr gegen an. Ja, das sind so viele, die hätten wir ja, glaube ich, weghauen sollen erstmal. Da bin ich überheblicherweise weitergelaufen, dachte mir, komm, die ziehen wir jetzt alle zusammen, den ganzen ja. Dingsmobs hier, den Dreck. Ich will immer mal einen Kick drücken, hab aber keinen, das ist echt blöd. Und dieses blöde Schild kickt halt auch nicht, keine Ahnung. Kann man ja nicht wissen, dass das einen Rang 2 hat hier. So Classic-Verhältnisse, was du die Ränge brauchst. Richtoteil hat auch einen Rang 2, schau mal an. Das sind wir eh schon. Schau mal an. Da kannst du jetzt rechts die Wurzel hoch. Dann kommst du ganz normal zu beiden im Boss noch. Können wir wieder runterspringen, geradeaus durchlaufen. Hier hoch, oder? Ach so. Einfach da hochlaufen. Naja, gut, aber... Also, du skippst halt hier eine Gruppe, oder gut, die können sie ausskippen. Ein, zwei Gruppen machen, aber das war's. Gut. Aber besser als keine. Wo wollen die denn hin? Ja, gut, klar. Ein bisschen was gibst du damit, das ist richtig. Der möchte aber nicht. Ah, jetzt habe ich nochmal getauntet. Ah, da kommt er. Die hat aber auch null AOE, das ist. Ja, gut, In der Bewegung habe ich auch nicht so viel, das ist ein bisschen nervig. So, da la. Nee, schau mal, da ist sogar auch die Wand zu. Also du könntest hier nicht mal die beiden Bosse skippen, ne? Ne, die nicht. Aber das eine ist ein Boss, das andere ist ein Bonusboss. Ich glaube, da zählt nur der Boss davon. Ja gut, für den Quest müssen wir sie jetzt eh beide machen. Hab ich letztens erstmal gesehen, dass der hier so einen Scheiß stellt, dass er immer mehr Schaden verursacht. Deswegen, sonst habe ich hier meistens immer den Boss in den ganzen Trash reingepullt, aber... Das kann schlecht für einen ausgehen. Die halb down, jetzt können wir den trotzdem rein. Danach brauche ich ein bisschen Mana um. Ja. Unglaublich. Ja, zu spät. Irgendwas hat hier den Damage hochgesteckt und zwar richtig übel. Am Ende hat er irgendwie 1000% Damage gemacht, wo ich das letzte Mal hier drin war. Ah ja, gut, das macht er schon mal. 20% mehr. Ja, irgendwas hat hier übelst hochgesteckt. War das das Totem? Warte mal, töten das jetzt mal? Ja, wir müssen immer diese... Ja, das Totem. Ja, hier, Kampfrausch, ne? Er macht jetzt 100% mehr. Und jetzt hat er sich irgendwie das letzte Mal übelst hochgesteckt. Na, da hat er richtig Damage gemacht. Da hat er mich fast gewonshottet dann. Ich weiß nicht, mit was das getriggert wird. Letztendlich die Totems, keine Ahnung, wenn wir die schnell wegmachen, dann dürfte es eigentlich nicht das Problem sein. Ja, jetzt hat er nochmal Kampfrausch hochgesteckt. Na schau, jetzt hat er 200% versuchten Schaden. Der Cheater. Ja, und bei mir war der auf 10 Stacks und hat 1000% mehr Schaden gehabt. Der hat mich so weggerödelt, das war...
Oh, alles zu spät. Schau mal, was der jetzt schon an Damage macht. Okay, ich muss bubbeln, jetzt darf irgendwer anders hier Spaß haben. Ah, zum Glück ist er gewonnen, Schotte. Ja. Stopp, zweiter Schlag und ich wäre tot. Ich muss bubbeln, ich hätte nur 300 Life, der hätte mir im nächsten Schlag wäre ich tot gewesen. Ich muss kurz was feuern, ja? Mm, alles klar. Warte, da machen wir, weil machen wir, während du sitzt, machen wir hier die Non-Elite. Achso, die laufen eh weg. Okay. Ah. 5 EP bringen. Das ist ja echt. 8 EP bei mir. 4 EP. Bist du erholt? Ja. Ich krieg ganze 5. Ich krieg ganze 4. Irgendwie, schau mal, das, bei mir wird das Mana vom Heiler irgendwie immer falsch angezeigt. Ja. Du wirst mir jetzt mit 5% Mana angezeigt. 4%. Ach shit, ich bin in den Ding. Das ist ja auch der DD. Nee, hier. Ich hab grad. Es wird immer noch falsch angezeigt in der Gruppending, das ist so nervig. Dann flamen dich die Heiler immer, oh, kannst du nicht aufs Mana vom Heiler gucken, aber es wird halt bei mir, keine Ahnung, was das für Bug ist, dass das falsch angezeigt wird. Warum sind ja alle von der 4-3 in HD und einer nicht? Was ist in HD? Ja, die Gegner. Drei davon sind in HD, einer ist nur in Alt. Model meinst du, oder was? Ja, vom Model. Haben sie es halt nicht hingekriegt, das Model zu updaten. Stimmt, einer ist halt wirklich. Im Dings hat man es vor allem. Wird demnächst auch wieder angepasst. Der Goblin, auch. Ja. Mal schauen, wie es ist. Ich fand die gar nicht so schlecht bis jetzt. Außer, dass ich heute meinen Morgen zum Blutelf da um. Nee, Nachtelf umgeändert habe, weil er mir irgendwann nur noch auf den Sack ging. Vor allem Rüstungen schauen bei dem einfach irgendwie alle kack. Gut, das ist halt einfach, weil die Gestalt ein bisschen eine andere ist, ne? Noch mit der Schnauze, mit den Helmen und solchen Geschichten. Mhm. Ich fand die, dass sie teilweise neue Models reinmachen, ganz gut. Hier mit BFA kamen ja auch zum Beispiel im Verlies die Elementare, sehen ja jetzt anders aus und das macht schon gut bisher. Demnächst werden auch zwei Schlachtzüge, also nee, nicht Schlachtzüge. Ja, PvP-Dingens da, ist komplett überarbeitet einmal. Kriegst du eine Schlucht und Arati-Bäcker. Ja, genau, das haben wir auch schon gesehen, das sieht doch eigentlich schlecht aus. Ja, vor allem, weil das sind ja wirklich... Das gleiche, bloß halt besser animiert. Hm. Ja, weil das Zeug ist halt original aus Classic noch, ne, und das sieht halt schon ziemlich grafflig aus. Aber die machen sich halt immer noch Arbeit, hier alles einmal zu überarbeiten. Die neuen Löwen schauen ja auch viel cooler aus. Das ist geil, wenn man jetzt mal die ganze alte Hauptstädte wie Orgrimmar und Sturmwind mal HD immer hat. Ja gut, OG ist ja quasi geupdatet und SW auch mit Cutter, ne? Von Sturmwind gar nicht so schlecht. Ja, also das haben sie ja auch, das ist ja jetzt nicht mehr ganz das Classic-Ding, zwar überwiegend, klar, aber ja, und Orgrimmar wurde ja komplett neu einmal gemacht, wann waren das? Das war, glaube ich, mit Cutter, oder? Dass die Orgrimmar komplett auch nochmal gebastelt haben. Das sah ja zu Classic ganz anders aus. Da waren die ganzen Viertel nicht da. Da gab es ja diese Tore auch alle nicht. Also aus Holz oder so. Ja, genau. Jetzt kriege ich eigentlich mehr Damage als alle an. Weil das hier mit diesem Totem der Fall ist. Da wird das Life ja geshared, weißt du? Ich dachte, ich stände im Feuer oder so, weil ich so nah dran war. Aber nee, wir sind hier in diesem Link-Totem. Deswegen haben die Bosse sind ja auch gelinkt miteinander. Naja, wenigstens haben wir einen Haufen Quests hier drin, ne? Das ist eine sehr gute. Das ist eh ein relativ schneller, glaube ich. Naja, also so kurz ist der nicht. Du kannst zwar jetzt hier schon gut was skippen, weil du ja unten nicht langläufst, ne? Aber... Ja, du kannst gar nicht langlaufen. Das ist doch voll. Doch, du kannst schon... Also früher war da auch ein Haufen Zeug, ne? Also früher musstest du da auch teilweise die Quests runter... Stimmt, jetzt sind da lauter so Tentakel. Kannst hier mal auf der Seite runterspringen, das ist relativ witzig. Ja, früher gab es mal eine Quest, da hast du den Goblin da... durch ganze Schlucht wieder zurückgeführt. Ja, genau, da hast du einen Haufen Scheiß unten machen müssen. Da waren richtig viele Mobs, ne, da unten. Wenn du jetzt runterspringst, dann schmeiß ich die Ranke wieder hoch. Ah, okay. Seitdem bin ich ja gar nicht mehr runter. Ich will auch. Oh, ich glaube, ich sollte halt mal... Gibt halt Damage, aber das war's. Schaut halt nur cool. Heil mich! Zweiten hättest du gar nicht pullen müssen. Echt, kannst du den auch umgehen? Ja, den kannst du umgehen. Okay, ja, bringt extra EP. Du ziehst ja auch so.
Hier kannst du eigentlich komplett mitziehen. Gut, mit lauter Castern ist das ja suboptimal. Ah, ja, jetzt haben wir die Fledermäuse auch noch. Auf den Warwick. Der muss nichts casten. Ja, ein bisschen so mit hochheilen. Okay. Normalerweise sind die eigentlich immer tot, bis du die hergezogen hast. Na komm. Horde siegt. Nicht gut. Na gut, was bringt so eine Quest an EP? Ja, fast 9000, das ist schon mal nicht so verkehrt. Brauchen wir ja mittlerweile 90.000 für den Abschluss. Level. 28. Kommt halt immer drauf an. Ich glaube, wenn du mit einer Premade-Gruppe wirklich Instanzen gut durchballerst, bist du fast am schnellsten. Ne? Mit Questen kommst du eigentlich auch ganz gut hin. Ich denke mal, wenn du mit einer Gruppe, die sich gut abspricht und dann die Quest halt richtig schnell durchballern. Alle den Parler? Warum Parler ausgerechnet? Parler mega OP in Damage. Im Low. Oder Hexenmeister pusht auch richtig hart gerade rein. 300 DPS mit Level 40. Okay, Das ist halt das Doppelte, was wir jetzt gerade fahren. Ja, klar. Nee, aber allein schon, dass du quasi, wenn du eine Kill-Quest hast, jeder so ein bisschen in eine andere Richtung läuft, Mobs zusammenziehen und weghauen. Wenn du dich da ein bisschen gut abstrichst, dann geht es schon wesentlich schneller. Weil es bringt halt nichts, wenn fünf Leute zusammenlaufen, ne? Und den auf den gleichen Mob hitten. Also da klar bist du ein bisschen schneller, aber halt nicht wirklich effizient. Und das halt nicht zu weit weglaufen, dass das noch alles zählt. Aber so kannst du halt schon ziemlich schnell sein. Vor allem, wenn die Leute auch die Quests kennen, das macht halt auch viel aus. Wenn du absprichst, dann kannst du da halt auch schon verdammt schnell sein mit. Wir können diesen Frosch. Wir können den Frosch töten, aber ich weiß gar nicht, ob der so viel EP bringt. Nee, der bringt gar nichts. Okay. Ich weiß gar nicht, random Gruppen nehmen den irgendwie immer mit, aber wahrscheinlich nur, weil er cool ausschaut. Nee, früher hat er, glaube ich, mal relativ viel EP gebracht, der Rare. Der aber gibt doch auch ein Pet. Den Pet droppen? Gibt den Pet? Ja. War ja auch nichts mehr wert, wenn das hier in der Low Any droppt. Nee, da eigentlich jeder dreimal. Die Quest abgegeben, weil da kriegt ihr dann immer noch eine neue für den Endboss. Auf geht's. Patsch mal den nur weg. Sind wir eh schon wieder die Stunde fertig. Dann muss ich mir nur überlegen, ob wir nur eine machen oder nicht. Auch schon, ja, ein bisschen nur eins. Eine Stunde geht schon. Stunde geht schon, ne? Das zieht sich halt schon, ne? Das bin ich jetzt. Ja, mal drin. Ja, deswegen das voll. Gut, 20 habe ich angefangen, jetzt bin ich 33. Wenn ich das hier abgeschlossen habe, guten Level kriege ich noch 34 dann. Vor allem das ist noch der gute Teil. Ja, klar. Wenn du überlegst, so wie es dann war, bevor sie diese ganzen Änderungen reingemacht haben, da bist du ja durchgepaced, ne? Da konntest du ja auch die ganzen Inis, also konntest du wirklich alles zusammenpullen, ne? Also wenn du es jetzt richtig machst, kannst du ja auch noch ein paar Packs mitziehen und so, aber da war das ja nochmal ganz anders. Konntest du wirklich die ganze Inni pullen, wenn du gut gekiert warst mit einer Gruppe. Da gab es doch auch ganz gut Mob-EP, oder nicht? Ja, das auch. Die Mob-EP war gut, du hast für die extra Sachen noch mehr gekriegt, also da konntest du ja noch richtig rein und ziehen konntest du ja auch noch, das kam ja auch noch dazu. Okay, der Abschluss hat jetzt richtig gut was gebracht, jetzt komm ich mit den Quests ja fast sogar noch ein Level. Ich bin schon wieder Level up. Was macht denn die Sau hier? Bin mal da, ich kann die Quest nicht abgeben. Läuft einfach weg von mir. Unglaublich. Ah, ganz wird's nicht reichen. Ja gut. So, jetzt schauen wir mal. Was kriegen wir denn da noch? Kann ich mal die ganzen Items anziehen, die ich hier die ganze Zeit krieg?
So, da ich kurz auf mein Worry locken. Jo, kannst du machen. Gut, für die Episode war es das jetzt. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, wir sehen uns, wenn ihr wollt, in der nächsten. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.